Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen am Sonntag, den 14. April in Tüßling. Hier ist heute Lenzenmarkt und rund um den Marktplatz ist ganz viel geboten. Alles für Haus und Garten, fürs Frühjahr und Kulinarik gibt es hier. Und natürlich war auch im Schlossgarten wieder eine wunderschöne Oldtimer-Ausstellung. Wir nehmen Sie jetzt mit auf den Tüßlinger Lenzenmarkt. Am Sonntag, den 14. April, konnte man in Tüßling, Landkreis Altötting, kaum noch einen Parkplatz finden. In dem kleinen Markt war mächtig was los. Der Lenzenmarkt lockte hunderte Besucher. Von 10 bis 17 Uhr war ein bewegtes Marktgeschehen am Tüßlinger Stadtplatz. Korbflechter, Obst- und Gemüsehändler, Geschenke und Keramik und natürlich auch für das leibliche Wohl. Die Auswahl war riesengroß. Die im Verein Gewerbekreis Tüßling und Umgebung organisierten Geschäfte öffneten zudem von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. In diesem Jahr konnte der Markt einen Ausstellerrekord verzeichnen. 45 Unternehmen und Hobbyverkäufer nahmen teil. Genau diese Vielfalt macht den Tüßlinger Lenzenmarkt so charmant. Und für die Kinder gab es nicht nur Karussell und Hüpfburg, die Stadtbibliothek lud um 14 Uhr zu einer Märchenlesestunde ein. Tüßlings erster Bürgermeister Markus Bauer schlenderte mit seiner Frau Annette selbstverständlich ebenfalls über den Markt. Sein Eindruck war sehr positiv. Ganz besonders gut hat mir heute halt auch gefallen, dass so viele Tüßlinger einfach da die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, miteinander zum Ratschen, miteinander vielleicht einmal ein halbes Bier zum Trinken und einfach eine gute Zeit da haben. Und die besuchen die Stände, das ist alles belebt, es gibt was zum Essen, das finde ich großartig. Und wie gesagt, wir haben ja erst Mitte April, das ist traumhaft. Was Besseres, glaube ich, hätte fast nicht passieren können heute für Tüßling. Zwei Jubilare sind am Lenzenmarkt vertreten gewesen. Friseurin Manuela Hausmann, bekannt aus Manus Frisierstube, feiert 30-jähriges Betriebsjubiläum. Und Versicherungsmakler Helmut Giegelberger öffnete ebenfalls die Türen seines Büros und freute sich über 40 Jahre. Beide sind übrigens auch Gründungsmitglieder des Gewerbekreis Tüßling und Umgebung. Silvia Kiesenbauer, erste Vorsitzende des Vereins, freute sich über die sehr, sehr vielen Besucher. Wir können uns nicht beschweren, das Wetter ist traumhaft, der Markt ist voll, von vorne bis hinten. Wir hatten noch nie so viele Stände, es sind 45 Stück. Und die Leute sind da, die Besucher, die Oldtimer, wir haben über 300 Anmeldungen. Besser könnte es nicht sein. Der Gewerbekreis Tüßling und Umgebung unterstützt auch in diesem Jahr soziale Zwecke. Mit über 3000 Losen konnten Spenden für die Kinderkrebshilfe Balu und das Jugendrotkreuz gesammelt werden. Also dann Prost auf den Schöner Lenzenmarkt. Du, sag mal, das ist ein alkoholfreier Mango-Drink, oder? Mango-Maracuja, ja. Schmeckt ganz frisch und vor allem nicht zu süß, das ist ja oft die Gefahr. Ja. Ihr habt ja einen wunderschönen Fahrradstand. Was ist das genau? Wie heißt das? Aperol-Bike? Ja, also unser Aperol-Bike ist eigentlich aus einer Schnapsidee entstanden und mittlerweile sind wir ganz gut gebucht. Firmen feiern und Geburtstage, Jubiläen, keine Ahnung, jeder kann uns buchen, wir kommen gern und servieren dann gute Spritz-Aperol, Limoncello-Spritz. Auch Fasselbier haben wir im Angebot, also wir können auch zapfen, alles kein Problem. Auch Stefanie Gräfin von Pfühl stellte wieder den wunderschönen Schlosspark für das Oldtimer-Treffen zur Verfügung. 350 Oldtimer konnten dort vor Ort bewundert werden. Der Tüßlinger Lenzenmarkt fand 2024 bereits zum 27. Mal statt. Und weiterhin zählt er zu den schönsten Geheimtipps für Frühjahrsmärkte im Landkreis Altötting. Damit verabschieden wir uns auch schon wieder vom Lenzenmarkt in Tüßling im April 2024. Ein voller Erfolg für alle, die hier ausgestellt haben und alle Besucher, die diesen schönen Sonntagnachmittag genutzt haben, um hier drüber zu schlendern, die ein oder anderen Geschenke zu besorgen oder einfach nur gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.